Leute, hallo! Ich bin im Gefängnis! Ich brauche eure Hilfe! Ah, nee, Moment, warte mal! Heute schlüpfe ich doch einen Tag in die Rolle eines Polizisten! Wie konnte ich das vergessen? Leute, ihr werdet mir nie glauben, was passiert ist. Die Polizei wollte einen Praktikanten. Ich sag mal so, Officer King Candy mein Name und ich bin der neue Praktikant bei der Polizei. Denn wir sind heute exklusiv als erster YouTuber der Geschichte bei der Moment mal, ich werde angerufen. Hallo? Ja, hier ist die Polizei? Ach, es ist eine Straftat, kein Abo und kein Like da zu lassen. Ja, das werde ich den Leuten mal sagen. Leute, lasst schnell ein Like und ein Abo da, denn ansonsten ist es eine Straftat. Aber schaut mal her, wir spielen heute den Police Simulator. Eine Woche lang werden wir in die Rolle eines Polizisten schlüpfen. Und ich würde sagen, wir fangen an mit einer neuen Karriere. Wir schlüpfen in das Leben von Frank Miller. Frank Miller wurde 1983 geboren, ist verheiratet, wohnt in der Ableton Avenue in Brighton. Okay, so viel zu uns und ich sage euch ehrlich, ich bin bereit. Let's go! Oh mein Gott, ich bin gespannt. Okay, Leute, wir werden DLCs auch irgendwann zocken. Wir werden Leute festnehmen, wir werden Räuber stellen, wir werden SWAT vielleicht irgendwann werden und noch viel, viel mehr. Bleibt auf jeden Fall dran, es wird sehr, sehr spannend. Und jetzt geht's los. Ich gebe hier mein Passwort ein. So, es geht los. Wir haben unsere erste Schicht. Wir wählen unseren Stadtteil. Wir haben aktuell nur Melton Pot. Downtown und Brixton kommt bald dazu. Aber Nummer 1 ist Melton Pot. Okay, Leute, ich würde sagen, wir fangen an. Einsatz Nummer 1, Strafzettel. Wir fangen jetzt echt das erste Mal an. Neuer Tag im Büro. Wirf einen Blick auf die verfügbaren Schichten. Du kannst jede Woche bis zu 4 neue Schichten beantragen, indem du einen Tag Urlaub nimmst. Aha, okay. Na gut. Brighton. Da wohnen wir. In Brighton wohnen wir. 25 Minuten Schichtdauer. Wie wäre es mit 15? Die Schicht beginnt. Es geht los, Leute. Wir fahren das erste Mal auf Streife. Schreibt in die Kommentare, wie findet ihr meinen Hintergrund? Ich habe eine Polizeistation zu mir nach Hause gebracht und ich glaube, es geht los. Und hier sitzen wir schon. Wir sitzen hier an unserem Schreibtisch. Wir sollen heute Strafzettel ausstellen. Okay, was können wir jetzt hier alles machen? Ich stehe jetzt erstmal auf. So. Oh mein Gott. Das sind wir. Officer Frank Miller. Und das sind wir. Das ist unser Büro. Und irgendwann wollen wir hier stehen. Wir können den Charakter anpassen. Was können wir hier machen? Kopfbedeckung. Okay. Was ist das denn? Ich würde sagen, einfach eine Polizeimütze. Wir setzen eine Brille auf, so wie ich im Real Life bin eigentlich. Was kann man hier alles einstellen? Junge, SWAT, wir werden auch irgendwann zum SWAT gehen. Ich glaube aber fürs Erste gehen wir einfach auf Streife. Hose, nee, lassen wir alles so. Speichern und verlassen, let's go. Wir haben unsere Mütze und eine Brille aufgezogen, jetzt geht's los. Wir sind das, oh, die Kollegen. Nabend, Kollege, Nabend. Hier, King Candy, der neue Praktikant. Was geht ab, Leute? Hä? Wie krass ist das denn? Ich kann hier durchsuchen, Handschellen anlegen, nach Ausweis fragen. Ich meine, das ist mein Kollege, das werde ich jetzt mal nicht machen. Ja, bis am Telefonieren. Oh. Dies ist Ihr erster Arbeitstag. Danke, hallo. Strafzettel, okay. Mache ich. Seien Sie wachsam und bin ich. Die Präsenz, wenn Sie weitere Verstöße verstehen. Okay, wird gemacht. Anfangsverdacht. Okay, okay. Ich darf also nicht grundlos jemanden festnehmen. Was kriegen wir hin? Sollten wir schaffen. Es ist ja so, Leute. So, komm, ja, viel Glück. Ciao, ciao. Danke. Es ist ja so. Ich bin der Praktikant hier bei der Polizei. Ich habe zwar meine Dienstmarke bekommen und ich habe auch Handschellen bekommen, wie ihr sehen könnt. Aber Leute, wir dürfen heute nur Strafzettel ausstellen, weil wir Praktikanten sind. Aber im Laufe der Woche, wo wir diesen Simulator spielen, werden wir mehr und mehr Tätigkeiten machen dürfen. Und vielleicht bekommen wir diese Woche sogar noch eine Pistole. Wer weiß. Und dann werden wir die richtig bösen Leute festnehmen. Gut, was haben wir hier? Hier ist wahrscheinlich... hier geht's raus. Yo! Meine erste Schicht, okay. Hm. Strafzettel, machen wir. Yo, das ist ja voll krass. Wie sieht das hier aus? Wir sind hier einfach in so einer krassen Stadt. Ich würde mir gerne nochmal die Polizeistation ein bisschen angucken. Brighton Police Department, yo. Okay, das Fahrrad, mit dem bin ich zur Arbeit gekommen. Ist ja ehrlich krass. Was haben wir hier noch? Hier sind die Zellen. Hallo, was haben Sie denn gemacht? Naja, auf Wiedersehen. Kann ich das aufmachen? Nee. Okay, gut. Aber wo sind denn die Dienstwege? Soll ich jetzt zu Fuß gehen oder was? Soll ich zu Fuß gehen? Kann ich auch, aber hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, was können wir machen? Wir haben einen Taser dabei. Die Waffe wird angezeigt, haben wir aber nicht. Wir haben einen Polizeicomputer. Da schauen wir nochmal schnell rein.
Hier sind wir, das sind die Dienstfahrzeuge, beziehungsweise das sind die Kollegen. Ja, okay. Was haben wir hier noch? Hintergrundprüfung für Personen. Da können wir eine Person checken, ob die gesucht wird. Begegnungsberichte haben wir noch keine. Und hier ist das Handbuch. Okay. Gut, das Handbuch ist wichtig, weil dort steht, wann ich jemanden festnehmen darf und wann nicht. So, und jetzt gehen wir mal auf Streife hier. So, anhalten. Einmal stehen bleiben. Na, wer sind Sie eigentlich? Ausweis her. Schauen wir das mal an. Haben Sie abgenommen? Irgendwie, das sieht nicht aus wie Sie. Mr. Sullivan. Mr. Sullivan, ist das richtig? Und da muss ich jetzt auf vieles achten. Vielleicht machen wir den mal größer. Das ist jetzt der Führerschein. Ich muss darauf achten. Passt das Datum, Ausstellungsdatum, das Ablaufdatum, die Nummern, ob das alles passt? Das aber sieht soweit gut aus. Dann kriegen Sie den einmal zurück, Mr. Sullivan. Und entschuldigen Sie die Störung. Auf Wiedersehen. Ciao. Hallo. Guten Tag. Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. Ihr habt mich gegrüßt. Wie grüße ich denn zurück? Jetzt geht's aber los. Wir wollen jetzt Strafzettel ausstellen. So, wir stellen uns jetzt mal hier auf die Lauer. Oh, wir haben einen Begegnungsbericht. Ich habe mich nicht richtig verhalten. Was? Warte mal. Moment mal. Ich habe doch gar nichts gemacht. Unrechtmäßige Ausweiskontrolle. Wir haben Mr. Sullivan einfach unrechtmäßig den Ausweis kontrolliert. Okay, ohne einen guten Grund ist es verboten, nach dem Ausweis zu fragen. Okay, verstehe. Entschuldigung, Mr. Sullivan. So, und jetzt legen wir uns auf die Lauer und werden mal Strafzettel verteilen. Ja, warte mal, ich sehe doch da schon was. So, einmal anhalten. Ich muss über die Straße. Vorsicht. Anhalten. Stopp. Dieser Wagen hier. Was haben wir hier? Warte. Der Fokusmodus. Aha. Hier steht, man darf nicht parken von 12 Uhr bis 4 Uhr. An einem Mittwoch. Wir haben heute Montag. Also darf man hier eigentlich parken. Dieser Wagen darf hier stehen. Das ist jetzt hier nämlich ein Trick. Das ist ein Trick vom Spiel. Die denken, ich gebe ihm jetzt einen Strafzettel. Mache ich aber nicht. Deswegen gehen wir jetzt weiter auf die Lauer. Ey, das Spiel macht voll Spaß. Das ist voll geil. Und vor allen Dingen ist es sehr umfangreich. Wir machen jetzt heute Strafzettel. Morgen wieder was anderes. Dann den nächsten Tag wieder was anderes. Oh, einmal fokussieren. Das ist okay. Der Fahrer zeigt eine verdächtige Fahrweise. Womöglich unter dem Einfluss von Alkohol. Ich komme nicht hinterher. Das ist auch nicht meine Abteilung. Das ist eine ganz andere Abteilung. So, da vorne steht ein Auto. Wir gucken mal. Jetzt muss ich hier laufen, Leute. Was soll das? Ich kann nicht mehr. Da ist Parken verboten. Auch wieder mittwochs. Nee, das Auto hier ist in Ordnung. Das darf da stehen. Was steht hier vorne? Mittwochs. Was soll das denn? Oh, Moment mal. Hier fällt mir was auf. Mal schauen, ob euch das auch auffällt. Hier ist ja auch No Parking, man darf hier nicht parken. Wieder am Mittwoch, aber guck mal da oben. Hier ist ein Taxistand. Hier dürfen nur Taxis stehen. So. Ganz kurz mal. Wem gehört die Karre hier? Hallo? Gehört die? Die da vorne? Nee, ach so. Ja gut, dann wird ja. Ey, letzte Chance einmal. Letzte Chance. Wem gehört die Karre hier vorne? Sie da vorne? Sie hier? Hallo? Nee. Ah, okay, gut, Leute. Dann wird die Karre abgeschleppt. Wird abgeschleppt. Da gibt es auch keinen Strafzettel. Brauchen wir einen Abschleppwagen an meinem aktuellen Standort? Ihr braucht einen Wagen, der abgeschleppt wird. Danke, ciao. So, nee, das geht so nicht. Und Sie, Mr. Sullivan, Mr. Sullivan, entschuldigen Sie doch, bleiben Sie mal stehen. Entschuldigung wegen vorhin. Bitte sagen Sie es nicht meinem Vorgesetzten. Bitte, okay? Ich entschuldige mich wirklich. Sie dürfen natürlich weitergehen. Es tut mir leid nochmal. Bitte beschweren Sie sich nicht bei mir. Mr. Sullivan, das waren Sie doch, oder? Naja. Hä? Jo. Abstand halten, einmal Abstand halten. Die auch Abstand. Abstand, Abstand. Hier wird was abgeschleppt. So. Der wird wegen uns abgeschleppt. Diesen Wagen haben wir abschleppen lassen, weil der falsch stand. Hier ist eine Taxizone, ist auch jedem klar. Der Wagen wird abgeschleppt. Wiedersehen. Ciao, ciao. Dankeschön. Weiter geht's. So, jetzt bin ich gespannt, ob wir jetzt im Begegnungsbericht wieder einen Minuspunkt haben oder ob das soweit passt. Gucken wir hier vorne nochmal. Vorsicht, ich gehe einmal über die Straße. Einmal anhalten. Hier, Polizei im Dienst. Oh. Ah, das wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Dieses Auto hier ist in falscher Richtung geparkt. Würde ich aber sagen, geben wir ein Ticket. Einfach ein Strafzettel. Die Position und Ausrichtung ist falsch. Falsche Richtung. Das schreibe ich Ihnen einmal auf. So. Ja, bitteschön. Schönen Tag noch. Viel Spaß damit. So, der Wagen. Gehört Ihnen der Wagen da vorne? Der muss hier weg. Der Wagen muss hier weg. Der kann hier nicht so stehen bleiben. Was ist denn da drüben? Moment, anhalten hier. So, da drüben ist was. Diese Frau hier.
Was heißt dieser Pfeil? Na, Bent, eine Hintergrundprüfung. So, ich weiß nicht warum, aber Sie machen mir einen komischen Eindruck. Zeigen Sie mal Ihren Ausweis. Können Sie mal Ihren Ausweis bitte zeigen? Natürlich, Officer. So, schauen wir mal. Wen haben wir denn hier? Mrs. Joseph? Ja, das sieht soweit gut aus. Die Größe würde ich jetzt sagen, 6'4" ist ein bisschen groß. Aber okay, aber ansonsten sieht alles gut aus. Oder passt hier irgendwas nicht? Eigentlich okay. Die Person meidet den Augenkontakt. Sie verhalten sich merkwürdig, junge Dame. Bleiben Sie mal stehen, bleiben Sie mal. Nee. Dürfte ich Sie mal durchsuchen? Haben Sie scharfe oder spitze Gegenstände, die mich verletzen könnte? Ich würde Sie gerne einmal hier abtasten. Ich werde Sie jetzt abtasten. So. Sie machen mir einen komischen Eindruck. So. Dann ist das in Ordnung. Dann gehen Sie mal weiter. Sie können weiterfahren. Ich bin eh nur Praktikant. Ich werde hier pro Stunde bezahlt, nicht nach Erfolg. So, Vorsicht! Ich gehe über die Straße. Einmal stehen bleiben. Vorsicht! Yo. So, den Wagen hier hatten wir schon. Ich sage euch ehrlich, wir machen hier einen guten Job. Wir laufen jetzt hier einmal den gesamten Weg ab. Man sieht hier unten links auf der Karte unseren Bereich, in dem wir hier unseren Zuständigkeitsbereich sehen wir. Wir gucken mal hier vorne nochmal. Passt. Und ihr auch in Ordnung? Was ist hier los? Wer wird hier abgeschleppt? Einmal anhalten. Nicht in meinem Revier. Oh, was ist denn hier los? Ey! Ey! Du da! Einmal stehen bleiben, raus! Einmal stehen bleiben. Sie bleiben mal stehen. Einmal stehen bleiben. So. Hier. Ey! Stehen bleiben! Das kann ich wegfahren. So. Was mache ich jetzt? Hallo! Hier! Steig aus, Junge! Handzeichen. Warten. Einmal anhalten. So, einmal anhalten. So, mir reicht's. Sie steigen jetzt aus. Hier ist die Polizei. Aussteigen sofort oder ich werde von meinem Taser Gebrauch machen. Moment mal, hier hat jemand Abfall weggeworfen. Wo? Jetzt reicht's mir. Ey! Ja, fahren Sie weiter. Ist eh nicht so schlimm. Hier hat jemand Abfall weggeworfen. Das ist viel schlimmer. Hier vorne. Wer war das von euch? Wer hat diesen Tabasco hier auf den Boden geschmissen, hä? Oh Mann, ey. Gibt's doch nicht. Leute, ich muss das erst nochmal alles lernen. Ich wusste nicht, wie ich den anhalte. Voll peinlich. Mir hat das niemand... Der Motor dieses Fahrzeugs ist zu laut. Welches Auto? Der Mini? Der Smart? Ich bin kein Verkehrspolizist. Ich soll hier Strafzettel geben fürs Falschparken. Das kommt wann anders dran, Leute. Ich weigere mich. Ich bin hier Praktikant fürs Falschparken. So. Wir checken mal die Parkuhr von diesem Auto. Die ist rot. Abgelaufen. Oh, damit haben sie sich hier einen Strafzettel eingeheimst. Ich frage nett. Und ich frage einmal... Wem gehört dieser Wagen? Sie da vorne? Nein? Wem gehört dieser Wagen? Ah, meldet sich nicht. Gut, kriegst einen Strafzettel. Parkour abgelaufen. Tut mir leid, muss ich schreiben? So, bitteschön. Wiedersehen. Gut. Hat auch gut funktioniert. Wir haben hier echt schon gute Punkte gemacht. Leute, die Zeit geht so schnell um. Ich würde am liebsten eine XXL-Folge machen. Soll ich mal eine XXL, eine Stunde Polizeisimulator-Folge machen, dann schreibt in die Kommentare Hashtag eine Stunde und dann lade ich eine Stunde Polizeisimulator hoch, möglichst ungeschnitten, weil sonst wird mein Cutter kündigen und das wollen wir natürlich nicht, aber wir laufen weiter. Hier hat jemand Abfall weggeworfen, wo? Wer war das? Du da vorne? Nee. Wer war das? Zurückgrüßen. Oh, Meister. Weitermachen. So. Also ich brauche auf jeden Fall in der nächsten Folge, brauche ich meinen Dienstwagen. Lasst jetzt auf jeden Fall ein Like da und ein Abo, denn im nächsten Video werde ich meinen Dienstwagen besorgen. Und dann fahren wir hier richtig Streife. Warte mal, ey, der parkt doch hier auf dem Gehweg. Nee, Freundchen, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Und das Kennzeichen, wenn ich jetzt mir das mal angucke, August 22, wir haben jetzt den 7.11., wir haben den 7. November. Das Ding ist abgelaufen. Aus vielen Gründen werde ich dich jetzt mal abschleppen lassen. Aus vielen Gründen werde ich einen Abschlepper rufen. Sag mal, Manni, kannst du mal einen Schlepper vorbeischicken? Ich habe hier ein Auto, der... Achso, ist schon da? Jo, der ist schon da. Moin! Einmal abschleppen. Ich sperre mal ab die Straße. Einmal stehen bleiben, Polizei. Stehen bleiben, Vorsicht. Einmal hier... Machst du weiter? Weiter rauf. Ah, stehen bleiben. Einmal stehen bleiben. Sie können hier nicht weiterfahren. Bis mein Kollege hier fertig ist. So, runter. Passt, perfekt. Und Abfahrt. Weiter geht's. So, passt. Und Sie weiterfahren, nicht stehen bleiben. Es geht weiter, nicht stehen bleiben. So, sehr, sehr gut, Leute.
Eine Person hat die Straße überquert. Schicht beenden? Nee, wir sind noch nicht so weit. Die Schicht ist nicht um. Wir machen uns auf den Rückweg, aber die Schicht ist um, wenn die Welt gerettet ist. Die Schicht ist um, wenn wir einmal um den Block gelaufen sind. Und wir sind noch nicht ganz rum. Wir sind fast rum, noch nicht ganz. So, hier haben wir ein krasses Auto. Er darf hier parken. Kennzeichen Mai 2022. Das ist auch schon um. So, Entschuldigung. Sie kriegen hier mal einen Strafzettel. Wegen ihrem Kennzeichen. Muss ich ihn aufschreiben? Ist nicht erlaubt. So. So, und das Anlehnen hier ist auch Quatsch. Da gehst du mal weg. Bitte weitergehen. Habe ich etwas falsch gemacht, Officer? Wie? Sie haben sich da rangelehnt. Da wird sie nicht rein. Ey! Freundchen. Wir können das auch mal auf die andere Tour machen. Ich habe hier einen Taser dabei. Ich bin Praktikant. Ich habe nichts zu verlieren. Wenn ich dich hier wegtaser, da wird keiner nachfragen. Ich sage ein letztes Mal. Abfahrt. Du sollst hier abhauen. Gehen Sie bitte auf den Bürgersteig. Ab, weg. Habe ich etwas falsch gemacht, Officer? Ey, ich warne dich. Ah, so. C24 haben hier eine Person, die sich wehrt. Einen Moment, ich werde das klären. So, jetzt reicht's mir, Kumpel. Jetzt werde ich dich hier festhalten. Wegen Umweltverschmutzung. Weil Sie Müll auf den Boden so, komm. Im Ernst? Ich habe gar nichts gemacht. Ja, gar nichts gemacht, das sagen Sie alle. So, die Kollegen werden Sie jetzt hier gleich abführen. Schönen Tag noch. Wir sind fast um. Wir müssen jetzt noch einmal hinter der Polizeistation schauen. Hier vorne ist die Station wieder. Da sind auch die Kollegen. Moin, Leute, ich habe noch ein bisschen. So, ja, ich sollte eigentlich schon Feierabend machen. Aber ich kann erst Feierabend machen, wenn hier alles abgecheckt wurde. Auf jeden Fall sehr, sehr geiles Spiel. Schreibt sie, komm, oh, Vorsicht, hier ist ein Fußgänger. Fußgängerüberweg. Hier wird erst gefahren, wenn es frei ist. Vorher wird hier nicht gefahren. Na, Band, moin. Gibt's ja nicht. So, hier, die Straße machen wir noch. Und dann war's das. Und in der nächsten Folge werde ich mich drum kümmern, dass wir fest eingestellt werden. Diese Parkuhr ist grün, ist noch gültig. Taxis dürfen hier stehen. Schauen wir mal hier das Kennzeichen. September 23 passt. Mai 23 passt. Und hier vorne das letzte. Juli 23 auch in Ordnung. Passt soweit alles. Alle halten sich an die Regeln. Das wird jetzt in Zukunft sogar noch mehr so sein. Denn sobald ich, seitdem ich hier in der Stadt bin, werden sich hier die Bürger benehmen. Ja, hier haben wir noch zwei Autos. Mal das Kennzeichen checken. Passt. Und hier bei dir. Auch in Ordnung. So weit, so gut. Ist eigentlich alles in Ordnung. Einmal stehen bleiben, Polizei muss rüber. Sieht soweit gut aus. Leute, ihr checkt nicht, was wir noch alles machen. Oh, die Parkuhr ist abgelaufen. Ich frage noch einmal, wem gehört dieser Smart hier? Hallo? Wem gehört der Smart? Sie da vorne mit der witzigen Frisur? Müsste ich sie auch für festnehmen für die Frisur eigentlich, aber gut. Wird abgeschleppt. Beziehungsweise kriegt ihr ein Ticket. So, Parkuhr abgelaufen. Muss ich ihn leider aufschreiben. Da kriegen sie ein kleines Ticket von mir. So, wir werden uns jetzt im nächsten Video für eine Festeinstellung bewerben, in der Hoffnung, dass wir angenommen werden. Ich habe alles, was es braucht. Wir haben das Outfit, wir haben unseren Dienstausweis, vorläufigen Dienstausweis. Wir haben die Handschellen und noch mehr und noch mehr. Hier ist unser Gebiet vorbei. Das ist unser Zuständigkeitsbereich, der ist hier gleich vorbei. Wir haben alles kontrolliert, wir haben uns alle Bürger angeschaut und bis auf ein, zwei Leute, die Müll auf den Boden geworfen haben, haben wir auch jedem eine Strafe gegeben. Deswegen, ich glaube, dass wir einen sehr guten Job gemacht haben. Ich werde jetzt hier nochmal auf einen Parkplatz gehen, mir ein paar Kennzeichen anschauen, ob diese abgelaufen sind. Das ist auch mein Zuständigkeitsbereich als Praktikant. Was ist das denn? Von 2021? Das Auto ist viel zu lange abgelaufen. Gibt's ja nicht. Kennzeichen, kriegst einen Strafzettel. Ich mache hier Überstunden gerade. Checkst du das? Ich mache Überstunden wegen dir. So. Passt. Fällt mir sonst was ein? Nee, passt. Yo, auch 2021. Super gemacht. Super, Leute. Immer ohne gültiges Kennzeichen laufen. Super, super, super. Wen haben wir hier? Nee. Und er? Passt. Leute, damit sind wir einmal um den Block gelaufen. Wir haben uns alles angeschaut. Unser Zuständigkeitsbereich endet hier. Wir laufen zurück zur Polizeistation, werden unsere Marke für heute abgeben, uns ein wenig ins Bett legen und uns den wohlverdienten Feierabend schmecken lassen. Und morgen geht es in gewohnter Frische. Einmal stehen bleiben. Hey, hier ist ein Fußgängerüberweg. Hey, stehen bleiben. Stehen bleiben! Oh, er ist viel zu schnell. Den schnappen wir uns, sobald ich ein Fahrzeug habe. Und ich hoffe, dass das im nächsten Video der Fall sein wird. Ich würde sagen, Leute, lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt
Mr. Officer Candy ist auf Streife. Und jetzt werde ich hier die Polizeistation verlassen. Auf Wiedersehen. Geht das auf? So. Ciao, ciao. Lasst ein Abo da. Ciao.